Ja, wenn er geht, older und wenn einem 64. Ja, 64 ist natürlich nichts für das, was gefeiert wurde. Nämlich die Bahnhofstrasse ist 150 Jahre alt. Der Bahnhof Buchs hat es vor etwa 160 Jahren gegeben und die Bahnhofstrasse eben, die ist 150 Jahre alt geworden. Ich ein Drittel davon miterlebt. Das sagen die Jugendlichen heute. Es gibt viele Läden, wo man hingehen kann. Bist du etwa mal an der Bahnhofstrasse einkaufen? Ja, vor allem mit Freundinnen. Du, ich bin jetzt 65, bin da aufgewachsen. Da haben wir aber Fangen gemacht auf dieser Bahnhofstrasse. Du konntest immer springen. Wie verrückt könnt ihr das auch noch? Eher weniger, weil fast ein bisschen zu viele Autos da sind. Gell, hat sich schon ein bisschen verändert. Mhm. Das erste Mal im Migros gegeben, hat es vorher nicht gegeben. Also völlig anders. Also, was wollt ihr an der Bahnhofstrasse sitzen, wo noch wichtig wäre für euch? Es wäre sicher mal wichtig, dass es ein paar Fußgängerstreifen gibt wegen diesen vielen Autos. Ich vermisse, dass es früher so wenig Auto hatte. Und die vielen Läden, die schon geschlossen haben. Da würdest du wünschen, dass wieder ein bisschen mehr Läden da wären? Ja. Also es hat schon viel, aber noch ein bisschen mehr. Wir stehen auf der Bahnhofstrasse, sitzen auf der Bahnhofstrasse. Eigentlich hätte ich 3/4 Stunde machen wollen, aber ich glaube, es ist mit über 30 Grad ist vielleicht das kürzeste Programm besser. Also, Buchs ist bis vor einigen Jahrzehnten im W&O, hat das selber mit eigenen Augen mehrfach immer wieder gesehen, als die Metropole. Die Metropole des Werdenberg bezeichnet worden. Heute traut man sich vielleicht nicht mehr gleich, das Wort Buchs ist Metropole ins Maul zu nehmen. Aber es ist ganz unbestritten, Buchs ist hat eine grosse Zentrumsfunktion in der Region, ist das Zentrum der Region. Wichtige Punkte da sind, dass das jetzt auch beim Bund und beim Kanton so definiert ist. Buchs ist eines von 6 Regionalzentren im Kanton St. Gallen. Was alle wissen, ist, dass Buchs Grenzbahnhof und wichtiger Verkehrsknoten ist. Buchs ist aber auch ein ganz wichtiges Bildungszentrum. Neben der Volksschule ist da BZB, Berufsschulzentrum, ist auch die NTB, die Fachhochschule Ostschweiz, vertreten. Und zusammen mit Can und Vaduz ist Buchs das Zentrum der Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein. Buchs hat auch noch ganz grosse Arbeitsplatzreserven für die Zukunft. Es haben 5 Standorte im Kanton, haben noch verhältnismäßig grosse Arbeitsplatzreserven. Eine davon ist Buchs. Was hat aber jetzt die Funktion von Buchs, so ein bisschen im übergeordneten Rahmen, die Zentrumsfunktion mit der Bahnhofstrasse zu tun? Schließlich feiern wir ja den Geburtstag von unserer Bahnhofstrasse heute. Zwar der rund 150. Die regionale Bedeutung von Buchs ist eben ganz stark gekoppelt auch an diese Bahn. Und diese Bahn wiederum hat eigentlich zur Bahnhofstrasse geführt. Dank dem Bahnhof, der vor über 150 Jahren eröffnet worden ist, Buchs, haben sich sehr viele Menschen gegen den Bahnhof angesiedelt. Es sind Geschäfte gegründet worden. Zwar Geschäfte und Tätigkeiten, die nicht irgendwo völlig zerstreut im Schilfussen, sage ich jetzt einmal, können betrieben werden, sondern wo gern zentral sich niederlöhnt, die gern konzentriert an einem Ort sind. Handwerker haben sich angesiedelt, Lebensmittelgeschäft, Gastronomie, Hotel, Handel, Dienstleistungen und so weiter. Und für derige Tätigkeiten ist die Bahnhofstrasse, die zentrale Bahnhofstrasse,
beim Bahnhof Bux natürlich wichtig und ideal gewesen. Und abgekürzt gesagt ist darum Bux heute das Zentrum der Region. Ist nämlich nicht immer gewesen. Früher war es Krabs gewesen. Schauen wir jetzt mal zurück in die Vergangenheit, wie sich das gehört an so einem langen Geburtstag. Es haben sich neben den Wohnhäusern haben sich selbstverständlich eben auch Handwerker, Gewerbler, Gasthäuser, Dienstleister usw. angesiedelt. Die Bahnhofstrasse ist immer wichtiger geworden. Das sogenannte Amerika-Haus zeigt aber auch, dass die Bahnhofstrasse schwierige Zeiten erlebt hat. Die erzwungene oder freiwillige Auswanderung von über 2000 Menschen, 15% der Werdenberger Bevölkerung, auf Amerika vor etwa 100 Jahren. Das hat die Bahnhofstrasse auch erlebt. Das Amerika-Haus war dort eigentlich das Zentrum für die wahrscheinlich zum Teil sehr tragischen Szenen, die sich im Zusammenhang mit diesen Auswanderern abgespielt haben. Erfreulich ist aber, dass sich auch an dieser Bahnhofstrasse im Laufe der Jahre immer stärker ein Einkaufszentrum gebildet hat. Und für so etwas ist natürlich unsere Bahnhofstrasse prädestiniert. Die Interessengemeinschaft Einkaufszentrum Bux, die IGEB, hat die gemeinsamen Interessen der Geschäfte an der Bahnhofstrasse lange Jahre sehr erfolgreich vertreten. Heute macht das Ressort Handel von der Wirtschaft Bux. Und zusammen mit der Gemeinde ist das Einkaufszentrum Bux ständig weiterentwickelt worden. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich die Bahnhofstrasse aber auch gewandelt. Der Branchenmix vom Einkaufszentrum hat sich wie überall verändert. Wir haben keine Haushaltsgeschäfte, Metzgereien, Bäckereien usw. mehr an der Bahnhofstrasse, sondern wir haben vor allem Mode. Das ist eine Tendenz, die überall eigentlich auf der Welt genau die gleiche ist. Das gastronomische Angebot hat sich auch gewandelt. Ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal hier in die Region gekommen bin, ins Wartau, und dann sind wir noch auf Bux etwas trinken, meine heutige Frau und ich, Kathi. Da ist man da zum Beispiel ins Pub gegangen, an der Bahnhofstrasse. Traditionelle Hotels an der Bahnhofstrasse sind auch nicht weitergeführt worden. Der Bären steht noch, andere stehen nicht mehr. Andere Gebäude haben andere Funktionen oder plante andere Funktionen. Ich kann ja, ich sage jetzt einmal das Stichwort Chefritz. Mehr sage ich nicht dazu. Und wie sieht jetzt die Bahnhofstrasse heute aus? Heute präsentiert sich die Bahnhofstrasse als ganz eine tolle Strasse. Viele Städte beneiden uns um die tolle Einkaufsstrasse, die wir haben, in Bux. Sie ist kompakt und hat gleich eine Flanierlänge. Sie ist hat ein attraktives Einkaufsangebot. Sie hat auch eine gesunde Dynamik drin. Sie ist nicht einfach seit 30, 40 Jahren genau das Gleiche. Und Gastronomie ist auch auf dem Weg, um sich wieder zu erneuern. Der Erneuerungsschub der letzten Jahre zeigt auch die Dynamik. Ich sage Stichwort Blickpunkt, Stichwort Vögele, Stichwort Metzgergasse, als Gasse heute auch nicht mehr wegzudenken von Bux. Die Einführung dann von einer Begegnungszone auf dieser Strasse hat weniger zu diskutieren gegeben als Bäume. An der Bahnhofstrasse, Neupflanzung der Bäume. Vielleicht wäre es heute noch ganz schön, man hätte jetzt ausnahmsweise mal noch die alten da. Ja. Wichtig ist auch, das ist auch für den Stadtrat, aber auch für alle Geschäfte, die hier im Zentrum aktiv sind, wichtig. Die Bahnhofstrasse soll weiterhin sich beleben. Es soll Events auch mehr geben, nicht nur Events, sondern es gibt auch noch andere wichtige Massnahmen, um das Zentrum zu beleben. Es gehört sich für ein Stadtzentrum, dass wie jetzt Leute auf der Straße sind. Für die Zukunft gibt es aber auch noch grosse Herausforderungen. Das tolle Open-Air-Einkaufszentrum, das wir heute haben, das läuft nicht automatisch einfach so weiter. Der Onlinehandel
Euro-Krise, wo doch auch da viele Leute dazu bewegt, im Ausland einzukaufen. Die zwei Hauptthemen sind natürlich am Einkaufszentrum Buchs überhaupt nicht spurlos vorbeigegangen. Es braucht wie in der Vergangenheit auch den Erfindergeist und innovative Köpfe für die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Die Stadt selber sieht ihre Rolle in dieser herausfordernden Zeit eigentlich vor allem im Schaffen von guten Rahmenbedingungen. Neugestaltung der Bahnhofstrasse ist eins. Das ist ein fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen sein wird, nehme ich jetzt einmal an. Und im Weiteren sind wir auch mit den Liegenschaftsbesitzern, mit den Geschäftsbetreibenden, sind wir in einem intensiven Prozess, was auch darum geht, frei werdende Flächen sinnvoll anders weiter zu nutzen. Wohin entwickelt sich jetzt unsere Bahnhofstrasse? 150 Jahre zurückschauen ist das eine, 150 Jahre in die Zukunft schauen wäre das andere. Ich denke, was ganz sicher ist, 150 Jahre kann niemand in die Zukunft schauen, aber was ganz sicher ist, die Bahnhofstrasse wird für Buchs und für die Region wichtig bleiben. Und zwar wichtig als Treffpunkt für Menschen, für echte Menschen. Als Kontrapunkt eigentlich, die echten Menschen zum Leben, das sich immer mehr virtuell abspielt, vor dem Computer, mit dem Computer, mit 3D-Brillen, in einer virtuellen Welt oder in einer Welt, wo auch die Roboter sicher ganz eine andere Rolle spielen werden. Die Bahnhofstrasse wird darum eine wichtige Funktion als Treffpunkt für echte Menschen, für lebende Menschen bleiben oder vielleicht noch viel wichtiger werden. Und sie bleibt als städtisches Zentrum auch das Zentrum der Region. Aber die Bahnhofstrasse wird sich wandeln. Das Einkaufsverhalten wird sich in den nächsten Jahrzehnten sicher immer mehr ändern. Darum müssen auch die Angebote angepasst werden an die Zukunft. Die Geschäftstreibenden an der Bahnhofstrasse wissen das. Sie arbeiten auch daran, an der neuen Zeit gerecht zu werden. Und eben das Bedürfnis der Menschen, sich mit anderen echten Menschen zu treffen, das wird wieder zunehmen im Vergleich auch zu heute. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und darum wird die Bahnhofstrasse als zentraler Treffpunkt wichtig bleiben. Wie sich der Verkehr dann in 150 Jahren abspielen wird, das wissen wir heute noch nicht. Müssen wir auch nicht heute wissen. Wichtig aber ist so oder so, es braucht weiterhin viel Offenheit, Bereitschaft für neue Entwicklungen, das Wollen mitwirken an neuen Entwicklungen. Nicht stehen bleiben, sondern sich den Bedürfnissen der Zukunft möglichst heute schon proaktiv anzupassen. Für die Bahnhofstrasse, so wie sie heute da ist, sind wir ja eigentlich, oder ich jetzt, der da oben steht, ich bin einer und die einen oder anderen bei Ihnen gehören auch zu denen, die eigentlich ernten können, was in den letzten 150 Jahren unsere Vorfahren geschaffen haben. Ganz, ganz eine entscheidende und zentrale Rolle haben auch immer die Liegenschaftsbesitzer, die Geschäftsbetreiber an der Bahnhofstrasse gespielt. Ihnen auch ganz einen herzlichen Dank. Und wenn man die Bahnhofstrasse sieht, dann weiss man auch, an der Bahnhofstrasse wohnen auch Menschen. Und die Menschen, die an der Bahnhofstrasse wohnen, die sind sich bewusst zwar, dass sie nicht das gleiche Ruhebedürfnis können stillen an dieser Bahnhofstrasse wie irgendwo in einem Aussenquartier, aber sie haben immer eigentlich eine Toleranz gezeigt gegenüber Anlässe, wie zum Beispiel auch heute und morgen, gestern Abend schon, oder Entwicklungen, auch bauliche Entwicklungen, die auf dieser Bahnhofstrasse gelaufen sind. Also auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Bahnhofstrasse einen herzlichen Dank. In der jüngeren Zeit haben sich eine Planungsgruppe 1995, bestehend aus verschiedensten Kreisen, die sich im Interesse der Bahnhofstrasse oder aus Interesse für die Bahnhofstrasse, für die
Form, wie wir sie heute haben, eigentlich stark gemacht haben, erfolgreich, sehr engagiert und wie schon erwähnt, die GEB, die Interessengruppe Einkaufen in Buchs, die hat sich auch immer sehr, sehr für die Bahnhofstrasse engagiert. All diesen Menschen wünsche ich, dass sie auch heute Freude haben, die, die noch unter uns sind an der Bahnhofstrasse. Und ich glaube, als Dank ist all denen ein Applaus wert. Der Applaus soll selbstverständlich auch am heutigen Stadtrat gelten. Auch der heutige Stadtrat setzt sich mit sehr viel Herzblut für die Entwicklung, für die weitere Entwicklung von unserem Stadtzentrum, von der Bahnhofstrasse und selbstverständlich von der ganzen Gemeinde ein. Mit Herzblut, das möchte ich betonen. Auch Ihnen ganz einen herzlichen Dank. Ich komme zum Schluss, also die Wärme, ich habe es zwar angenehm hier oben, aber es haben es nicht alle gleich angenehm. Ich komme zum Schluss und will gleich einfach nochmal sagen, warum dass ich selber und der Stadtrat finden, dass Buchs ein wichtiges Regionalzentrum ist und eben doch ein bisschen Metropole zwischen Chur und dem Bodensee ist. Der erste Punkt ist, Buchs hat eine sehr grosse wirtschaftliche Bedeutung und da haben die Eisenbahn und im Gefolge der Eisenbahn dann eben die Bahnhofstrasse ganz einen wichtigen Beitrag geleistet in der Vergangenheit. Der zweite wichtige Punkt, und das ist nicht einfach auf meinem Mist gewachsen, das wird immer wieder gesagt, auch von Leute, die mit Personalrekrutierung, mit Fachkräften, die halt zum Teil aus dem Ausland kommen, zu tun haben. Das städtische, das urbane Flair von dieser Bahnhofstrasse, von dem Zentrum von Buchs, ist einfach eine ganz wichtige Ergänzung in der Region von dem sehr ländlichen Raum, wo wir drin sind. Also wir als Buchs bringen da ganz klar ein wichtiges Element rein, so dass die Gesamtregion als Region zusammenspielen kann. Für die Zukunft wünsche ich dieser Bahnhofstrasse, dass sie ihre zentrale Funktion für die Menschen der Region weiterhin steigern kann. Eben, ich habe gesagt, ich selber bin optimistisch. Und ich wünsche mir auch, dass die Bahnhofstrasse Bedürfnisse von unseren Menschen, von uns als Menschen, von unseren Nachfahren, bestens abdecken wird. Und ich zweifle nicht daran, dass unsere Nachfahren das bestens werden managen. Läden und dass wir öfters mit den Freundinnen gehen shoppen.